Hey Leute, ich bin's wieder, euer Kulispo, der Typ aus dem letzten Infovideo. Ja, es gibt wieder ein paar Neuigkeiten zu berichten in Sachen Monster Adventure, dieses Mal nicht ganz so gute, aber ich werde versuchen, euch bestmöglich darüber aufzuklären und danach wird Markus sicherlich noch ein, zwei Sachen zu dem Thema sagen, wenn es denn noch was zu ergänzen gibt. Ja, also ich fange am besten gleich mal direkt an. Und zwar, ihr erinnert euch ja sicherlich noch an den Contest, den wir mal laufen hatten im Forum oder auch auf YouTube, diesen Contest, wo man sich mit einem selbstgezeichneten Pokémon bewerben konnte und dass man damit halt einen Platz im fertigen Hack ergattern konnte. Und ja, wie gesagt, wie gesehen in dem Video, es haben einige teilgenommen halt, und der User namens Whitewolf hat mit Electrics einen ziemlich guten ersten Platz gemacht mit 32% der Stimmen von insgesamt irgendwie 20 eingesendeten Pokémon oder wie viel das waren. Und dieses Pokémon namens Electrics kam halt so gut an, dass wir halt seine Vorentwicklung namens Zap, die auch mit auf dem Bild war, auch mit reingenommen hatten. Und ja, wie gesagt, der riesen Vorsprung an Stimmen war anscheinend sehr beliebt. Bis Markus dann das hier gefunden hat. Ihr seht jetzt ein Bild von DeviantArt, wo ihr genau dasselbe Pokémon, also Pokémon ist es ja nicht, ne, aber wo ihr die beiden selben Kreaturen sehen werdet. Und dann könnt ihr feststellen, dass Electrics und Zap halt geklaut worden sind von DeviantArt oder wo auch immer her. Und dann haben wir festgestellt, dass das ziemlich scheiße ist. Und wer jetzt mal die Jeopardy-Musik im Hintergrund abspielen lässt und eins zusammenrechnet. Fällt halt auf, dass das dreister Betrug ist. Nenne ich es einfach mal. Und das haben wir natürlich nicht toleriert, sag ich mal. Und wir haben natürlich auch sofort gesagt, nee, raus damit. Mit sowas haben wir nichts am Hut. Haben wir die beiden natürlich sofort gelöscht. Komischerweise ist der Account von Whitewolf auch nicht mehr vorhanden auf YouTube. Also wie gesagt, wir haben die beiden sofort gelöscht aus dem Nintendo-Dex. Ich habe die Artikel aus der Monsterpedia sofort entfernt. Und wir haben jetzt auch zwei weiteren Usern, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben, die Möglichkeit gegeben, in dem Hack vorzukommen. Und zwar wäre das einmal der 7. Platz und der 8. Platz. Das wäre einmal das Pokémon Betty von Looks Like Dark Link und das Pokémon Fibiona von Skeleton Flake. Ich habe sie auch sofort benachrichtigt, von wegen, dass sie dabei sind und so weiter. Und ja, wie gesagt, die Nummern von in Anführungszeichen Zap und Electrics habe ich jetzt halt an Betty und Fibiona weitergegeben und ja. So, das Thema hätten wir jetzt eigentlich erledigt und wir wollen da auch nicht weiter drauf groß rumreiten und das groß an die Öffentlichkeit setzen, weil ich finde das schon ein bisschen dreist, so dass wir da so kackendreist angelogen wurden von wegen, ja, das ist meins. Das habe ich ganz bestimmt selber gezeichnet, aber das ist, naja, was soll man machen? Ich hoffe auch wirklich nicht, dass wir jetzt noch irgendwie rausfinden, dass, keine Ahnung, irgendeins von den anderen noch geklaut ist oder so. Aber naja, das glaube ich eher weniger. Oder gleich, ich glaube es gar nicht, aber wie gesagt. So, das waren einfach die schlechten Nachrichten. Als gute Nachricht kann ich noch verkünden, dass von 200 Pokémon, die es gibt, fast alle bis Nummer 166 bereits fertig koloriert sind. Das heißt, sie sind fertig gezeichnet, fertig angepinselt mit Farbe und können rein theoretisch veröffentlicht werden. Aber das habe ich ja im letzten Video schon gesagt, von wegen, dass das doof wäre. Wäre langweilig. Und ja. Noch so als kleine Randinfo. Wir haben im Forum auch ein paar Ideenanstöße für zukünftige Turniere gesammelt. Für verschiedene Spiele, sowas wie Minecraft, T-Worlds, Brawl, Mario Kart und so weiter. Könnt ihr am besten mal reinschauen und mal mitmachen. Ihr könnt imaginäre Orden gewinnen, zum Beispiel, die von Markus selbst gezeichnet sind, für euer Profil im Forum. So, ich denke mal, das war's jetzt für dieses Mal. Wenn ihr mögt, kann man sich ja im nächsten Infovideo nochmal hören.
Ja, das war's von mir. Markus und Selin nur eine Kleinigkeit sagen. Also, macht's gut. Tschüssi. Hi Leute, ich bin's, euer BlueHook1980. Ja, wie ihr eben schon hören konntet, hatte ich Kulispo ja bereits über diesen wirklich unschönen Vorfall informiert und ja, ich finde es ein ziemliches Unding. Naja, egal, mit der Sache haben wir abgehakt. Und ich wollte jetzt einfach nochmal kurz eine Info einwerfen. Und zwar habe ich letztes Jahr im September, Ende September, ein Pokémon hochgeladen namens Zulado. Und zudem hatte ich ja in den Kommentaren kurzzeitig zu einer Mini-Umfrage aufgerufen. Und zwar soll da bestimmt werden, welche Typ-Kombination Zulado bekommen sollte. Von diversen Typ-Kombinationen von Feuerstein über Eis, Wasser und Psycho gab's da alles, aber die Kombination Wasserkampf hat sich dann doch durchgesetzt. Zwar knapp, aber durchgesetzt, ja. Soweit dazu, und dann wollte ich noch kurz nochmal mich an Looks Like Dark Link und an Skeleton Flake wenden, die ja die Pokémon Buddy und Fibiona gezeichnet hatten und somit halt auch in den Decks nachziehen. Ja, am besten wendet ihr euch mich oder an Kulispo, um uns nochmal ein paar Informationen über die beiden nachzureichen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ja, dass wir diese halt in Decks mit einarbeiten können. Und hätten wir das nämlich auch noch geklärt. Soweit war es das von mir an dieser Stelle. Ja, wenn es wieder mal was zu berichten gibt über den Hack, dann erfahrt ihr das hier auf dem Kanal. In einem solchen Infovideo, würde ich dann mal sagen. Ja, das war's von mir. Bis dann. Euer Buhu 1980. Tschüss.